Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Let's Play World of Tanks heißt das Spiel bzw. die Reihe, die ihr gerade anseht. Und der Panzer ist der E50, gespielt von Kamikaze 6861. Naja, Kamikaze 1 bis 6860 war wohl schon alles vergeben. Von dem her, ich bin mal gespannt, was er denn hier zeigt. Besonders deutscher Stahl ist ja immer beliebt. Polargebiet heißt die Karte und das Gegnerteam ist etwas besser besetzt. Alles Zutaten, Wege, Mittel für ein wohlspannendes Spiel. Dementsprechend sind wir sehr gespannt, was er uns so zeigt. Wir machen die Minimap etwas größer und gucken, was passiert. Ja, der E50M, E50 ohne M, bekanntermaßen ein mittlerer Panzer der Deutschen. Und er fährt jetzt typischerweise Richtung Norden, wie man es mit mittleren Panzern gerne macht. Schon mal schön, dass keine A-Team-Spiel ist. Das macht es ihm etwas einfacher und erleichtert das Ganze ein wenig. Nein, in das Wasser sollte es nicht hüpfen. Ah, so, da ist der E70 offen. Der E70 T71 beschießt ihn auch direkt. Wird aber rausgenommen. Er konnte auch einen Treffer setzen. Und zieht sich jetzt dann aber gleich wieder ein wenig zurück. T54 da hinten auch noch am Start. Da dreht er jetzt nochmal um. Denkt sich, naja, wenn er schon da ist, vielleicht schaue ich mir den doch nochmal an. Von vorne auch noch der T62A und das Objekt 140. Also zwei Zehner samt dem Neuner. Da hat er jetzt wohl doch keinen Bock mehr. Denkt sich, ne, auf den Scheiß, den könnt ihr alleine machen. Da habe ich jetzt gar keinen Bock und fahrt dementsprechend, wie wir sehen, erstmal weg. So, was macht er jetzt? Jetzt fahrt er hier unten in die Mitte rein. Da ist der T44. T54 natürlich. Heidewitzka, seht's mir nach. Irgendwie habe ich es jetzt gerade mit den Zahlen gar nicht. Aber naja, vielleicht komme ich, wenn ich mal in die zweite Klasse gelassen werde, dann ist das vielleicht möglich. Jetzt gibt er den T54 dann schön Hit und vielleicht rammt er ihn auch. Da hat er seine Stärke, man sieht's. Und gibt ihm ordentlichen Ram-Damage. Und nimmt ihn jetzt raus. Die Ram-Attacke hat doch über 400 Schaden gemacht und er selber hat 135 genommen. Das war ein guter Tausch. Ich hoffe, dass uns nur ganz viele Panzer ohne Buchstaben bzw. in dem Fall ohne Zahlen da sind. Der Jagdtiger, das kann ich noch einfach aussprechen. Aber das Objekt 140 macht es mir schon wieder schwieriger. Ich weiß nicht, was ich gerade habe. Liegt vielleicht auch daran, ich bin ein Star, lasst mich wieder rein anschauen, angeschaut. Das verblödet instant, wie man merkt. Also, wenn ihr irgendwelche wichtigen Gespräche habt oder sonstiges, guckt nicht RTL vorher, das macht's nicht besser. Jetzt auf jeden Fall fahrt er wieder hoch Richtung Base. Linke Hand, sehr viele Gegner gewesen, beziehungsweise gespottet. So, mal schauen, ob er hier Tortoise da oben, sehr gut, schöner Hit, ist jetzt offen, muss aufpassen, kriegt auch von der Tortoise direkt. Tortoise ist aber gekillt worden vom E50M und dementsprechend wird es jetzt da wieder ein bisschen entspannter und leichter für ihn. Mal schauen, ob er sich da jetzt vor an die Gegner rantraut. Da ist auf jeden Fall mit dem FV noch ein richtig starkes Drum, was ihm da sozusagen entgegensteht. So, der E50, sein Pendant auf der gegnerischen Seite, kommt hier langsam aber sicher angerollt. Auf den wartet er jetzt scheinbar. Wäre ein schöner One-Shot. Da ist er. Ah, nur ein kritischer Treffer. Jetzt wird ihn der VK rausnehmen.
Node auch nicht. Jetzt aber. Ja. Der E50 wollte nochmal gucken, was auch immer er da zu suchen. Gesucht hat. Und dementsprechend konnte er ihn dann ganz einfach rausnehmen. Ich will auch ganz kurz betonen, ich bin nüchtern. Ich weiß wirklich nicht, was teilweise gerade mit meinen Wörtern los ist, wo sie alle hin sind. Von hinten jetzt Objekt 140 und T62A. Bisschen zu weit nach vorne gezielt, sonst hätte er das Objekt bekommen. Muss jetzt hier aber auch ein bisschen aufpassen, weil das jetzt eine Position ist gar nicht schön. Er wäre theoretisch von zwei Seiten beschießbar. Der Jagdpanzer EN-100 ist da gerade ein bisschen, ja, sehr aggressiv an die Sache rangegangen, weil unten die Gegner linke Hand noch... Jetzt macht er das Gleiche. Jetzt bin ich gespannt. So, Conqueror. Conqueror und er rammt ihn ordentlich weg. Ja. So, IS-8. Sehr schöner Kill mit dem Conqueror. Hat hier gut die Masse des Panzers ausgenutzt. Und jetzt prallt er hier im IS-8 ab. Also, jetzt nimmt er ihn. Und jetzt rückwärts bzw. seitlich an den FV. Der FV hat ihn, glaube ich, gar nicht so auf der Agenda. Auto-Aim. Ich glaube, Kamikaze hat das so mit dem Ziel noch nicht so drauf. Gerade beim IS-8 zum Beispiel hätte er das auch machen können. Ja, vielleicht könnte so seine Wehr noch deutlich pushen, wenn er ein bisschen besser das Aiming drauf hätte. Ja, aber in dem Fall, Erfolg spricht für sich und der gibt ihm recht. Dementsprechend, Kill ist Kill, Schnaps ist Schnaps und Bier ist Bier. So, da oben noch der ST. Der wird wohl auch nicht wirklich mit ihm rechnen. Müsste gleich linke Hand von ihm auftauchen. Da ist erstmal ein Tiger. Aber dadurch, dass er AFK ist, finde ich jetzt sehr gut. Den lässt er erstmal links liegen. Aber dadurch, dass er ihn jetzt nicht aufmacht, könnte er jetzt mal auf den Tiger gehen. Oh, er aimt. Sehr gut. Jetzt kann er in Ruhe erstmal den Tiger rausnehmen, weil auch so jemand, lieber ist er draußen, bevor er auf einmal im Spiel doch wieder zurückkommt. Und naja, als Damage Pinata ist sowas ja auch schön und gerne genommen. Mit ein bisschen Glück wird es sein Flieger oder auch nicht. So, da taucht jetzt auf einmal der ST neben ihm auf. ...800 Struktur hat er noch. ST hat noch den Stockturm. Wollte ihn jetzt rammen, aber dafür hat die Geschwindigkeit nicht gelangt. Jetzt muss er aufpassen. Weil der ST... Jetzt macht er... Ui! Spannend, dass er hier das Objekt rausnimmt, statt den ST zu schießen, der vor ihm stünde. Das war gut. Und jetzt nimmt er auch den noch mit. Sehr schön. Jetzt ist nur noch der T62A am Start, beziehungsweise am Leben. Hier hat er 7 Kills. Vielleicht kriegt er den ja sogar noch. Aber man darf durchaus sagen, eine sehr beachtenswerte Runde. Abgesehen von meinen sprachlichen Defiziten, sonst glaube ich sehr sehenswert. Bradley Walters würde er gern haben, deswegen sagt er, ob er den Kill bekommt. Der Jagdpanzer, der nicht mehr im Leben ist, unterstützt das Vorhaben. Mal schauen, ob das Team mitspielt. Und natürlich auch der Gegner.
Auf jeden Fall fahr da auf die Position, wo er zuletzt gesichtet worden ist. Oh, da rechts neben ihm ist er ja schon. Nee, so wird's noch nix. Hat aber nicht mehr viel HP. Das heißt, dementsprechend ist es ein One-Shot. Fahr einfach hoch und hol ihn dir oben ab. Er wartet ja praktisch auf dich. Und da müsste er jetzt gleich aufgehen. Da ist er auch schon. Und ich verabschiede mich schon mal und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Und ob er jetzt den Kill bekommt oder nicht, seht ihr in den nächsten Sekunden. Viel Spaß!